Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serienvideos über Informatik, über angewandte Informatik. Das ist der Auftakt zu einer ganzen Serie über Informatik. Das erste Video wird sich damit beschäftigen, wenn wir Informatik betreiben, haben wir ein Arbeitsgerät, das sind Computer, die werden wir auch irgendwann einmal programmieren, aber um das gut zu können, sollten wir zunächst einmal uns überlegen, wie ein Computer denn funktioniert. Ja, und das möchte ich in dieser Serie an Videos eben jetzt darlegen, wie so ein Computer funktioniert. Und anhand eines praktischen Beispiels, ich habe das da schon liegen. Es ist ein alter Computer, das muss ich auch sagen. Also der ist sicher, ich weiß es nicht, 20 Jahre wahrscheinlich, sowas der Größenordnung. Aber es funktioniert nach wie vor im Prinzip ganz genauso. Und wenn man sich einen größeren, jetzt in einem Laptop ist das alles etwas kleiner und etwas dezenter und viel mehr gepackt. In einem Standgerät schaut das innen drin praktisch nur immer genau so aus. Vielleicht sind die Formfaktoren, vielleicht sind ein paar Stecker etwas anders. Aber das will ich nachher dazu sagen. Jetzt, was habe ich da überhaupt liegen? Was ist das da? Ja? Was ist das da? Das ist ein sogenanntes Mainboard, heißt das. Also ein Hauptbrett. Ja? Das Mainboard verbindet eigentlich die ganzen Komponenten, die ein Computer so braucht, um zu funktionieren. Das ist eine große Schaltzentrale, kann man sich vorstellen, die alles Mögliche verbindet. Eine ganz wichtige Sache in einem Computer ist die sogenannte Recheneinheit, ja? Oder Prozessor, der Prozessor. Der würde hier Platz finden. Das ist der Sockel für den Prozessor. Und dass der wichtig ist, sehen wir schon, wie die ganzen Löcher, die da drinnen sind. Ich meine, wirklich, schauen Sie das an. Ja, viele, viele Löcher da drinnen. Warum sind da so viele Löcher? Weil der Prozessor viele Daten mit irgendwelchen anderen Sachen da drauf auf dem Mainboard austauschen muss. Ja, mittlerweile sind es keine Löcher mehr, jetzt schaut es ein bisschen anders aus, jetzt sind es so Stifteln, aber es hat nach wie vor sehr viele Anschlüsse, sogar mehr. Ja. Also da passt der Prozessor hinein. Und wie es der Zufall haben will, habe ich hier so einen Prozessor und das ist auch der Prozessor, der hier hineinpasst. Der Prozessor ist eigentlich auch schon ein Computer, sogar dieser alte Prozessor ist eigentlich schon ein Computer, der wirkliche Prozessor ist nur dieses kleine Dreckerl, was da in der Mitte, ich meine, es ist wirklich ein Dreckerl jetzt, weil es ausschaut, wie wenn es schmutzig wäre, aber das, was da schmutzig ist, das ist eine sogenannte Wärmeleitpaste, heißt das. Diese Wärmeleitpaste ist drauf, dass die Hitze, die der Prozessor erzeugt, möglichst effektiv abgeführt werden kann. Ja, das ist halt die hat eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit. Das Ding wird heiß. Das wird nämlich wirklich heiß. Weil der Prozess ist nämlich das Ding, was in unserem Computer jetzt wirklich die Arbeit hat. Das rechnet die ganze Zeit und versucht, irgendwelche Zahlen zu multiplizieren, dividieren, zu vergleichen. Und das ist das, was wirklich der Kern des Computers. Ohne dem rechnet der Computer gar nichts. Ja? Und auch wenn wir eine Textdatei schreiben und so weiter, der Computer rechnet immer, für den sind das alles Nullen und Einsen, egal ob das ein Buchstabe oder eine Zahl ist, und für den, der rechnet, ja? Also der rechnet den Text. Textaufgabe hat der. Ja, also das ist der Prozessor, da rundherum haben wir da irgendwelche Bauelemente, die der Prozessor halt braucht, und der Großteil von diesem Prozessor geht halt drauf für die Anschlüsse, ne? Ja, sagen wir, rundherum, da ist eigentlich fast nichts drauf. Das sind nur irgendwelche Speicher, Prozessor, nahen Speicher und so. Egal. Ja. Also, dieser Prozessor, der passt eh nur auf eine Art und Weise da rein, nämlich so. Nicht eine drucken binarisch. Ja. Wenn man sowas selber bauen will, nicht wie verrückt da irgendwie platzieren. Er geht ganz leicht rein. Ja. Wenn er richtig sitzt, dieser Prozessor, dann geht er rein und der wird halt da geklemmt mit diesem Hebel und jetzt sitzt der drin, jetzt ist er bombenfest. Das ist also der Prozessor. Und der Prozessor ist jetzt schön Platz gefunden in unserem Mainboard. Was braucht denn ein Prozessor noch? Was braucht ein Computer noch, um zu arbeiten?
Nur er braucht einen Speicher. Und zwar braucht er zwei verschiedene Arten von Speicher. Da habe ich eine Art von Speicher, das ist der sogenannte Hauptspeicher, heißt das. Der passt halt da genau rein. Wird hier reingesteckt, neben dem Prozessor gleich, dass er sich wohlfühlt. Ja. Da, klack, klack. Schon meine. Ein Hauptspeicherriegel. Der dient dem Prozessor, um irgendwas auszulagern. Das ist so praktisch die Arbeitsoberfläche, kann man sagen. Also wenn man was werkt in der Werkstätte, macht man ja auch so, dass man die Werkzeuge, die man immer braucht, hat man mal bei sich liegen. Ja. Und rennt es nicht dauernd irgendwo hin. Ja, und das ist genau so etwas. Das ist praktisch so, wenn der Prozessor eine Applikation geöffnet hat, wenn da, weiß ich nicht, ein Word läuft, ein Excel läuft oder was auch immer oder ein Spiel läuft, dann befindet es sich hier in dem Hauptspeicher und von diesem Hauptspeicher aus wird das abgearbeitet vom Prozessor. Ja, der Prozessor sagt, okay, nächster Befehl, holt es vom Hauptspeicher und das geht halt darüber. Das wir nachher aufzeichnen im nächsten Video. Und je mehr von diesen Riegeln man drin hat, desto mehr Hauptspeicher hat man und desto flotter, weil die Dinger sind nämlich wirklich flott. Ja, das ist nicht ein Pipifax, sondern die sind wirklich flott. Von denen kann man Daten sehr schnell zum Prozessor und wieder wegbringen. Ja, deswegen ist das da auch so nahe dran gebaut üblicherweise, ja, dass es halt nicht weit ist. Moderne Hauptspeicher schauen genauso aus, nur haben sie üblicherweise Kühlrippen drauf, also die werden jetzt so schnell angesprochen, dass sogar die so heiß werden, dass man es kühlen muss. Ja. Also das ist das. Ja. Apropos kühlen, das hier ist der sogenannte CPU-Kühler, das schaut mittlerweile auch etwas anders aus. Ja. Der hat halt nur außer viel Dreck drauf, hat halt da einen Kühlkörper. Ja. Kühlkörper. Da unten sehen wir, ist der Rest von dieser Wärmeleitpaste. Der kommt nämlich eh von genau da her, dieser Kühlkörper. Und der sorgt dafür, dass dieser Prozessor hier in einem angenehmen Temperaturbereich bleibt. Angenehmer Temperaturbereich ist nicht, weil er schwitzt oder was, ja, weil sonst zum Schwitzen. Wir wollen nicht unsere Mitarbeiter, unsere Prozessoren zum Schwitzen zu bringen. Nein, diese Dinge, das was wir hier sehen, das ist aus Halbleitermaterial erzeugt und Halbleiter schmelzen irgendwann. Und wenn das einmal schmilzt, dann sind sie hin. Ja? Deswegen müssen wir die Temperatur in einem gewissen Bereich halten und wenn wir wollen, dass der häufig schnell rechnet, dann wird der halt heiß und um es ihm trotzdem erträglich zu machen, diese Arbeit unserem armen Prozessor, gibt man ihm so einen Kühlkörper drauf. Das Kühlmanagement in einem Laptop ist ungleich schwieriger. Da habe ich relativ viel Platz. Stell mal vor, sowas hat man im Laptop einbaut. Wahnsinn. Deswegen sind Laptops tendenziell schwächer wie irgendwelche Stand-PCs, weil im Stand-PC kann ich einfach mehr für Kühlung haben. Und das setze ich da drauf, dann mache ich das da drin irgendwie so eine. Muss man aufpassen, gell, dass man den Prozessor nicht beleidigt, der da drunter sitzt. Also mechanisch beschädigt heißt das mit beleidigen. Schieben wir das da drauf, dann möglichst gut. Ah, das haben wir eingehängt, sehr gut. Und da rüben nehme ich das jetzt und dann schiebe das alle. Dann müsste das eigentlich. Zack! Hotscher, ja. Und jetzt haben wir eine Kühlung des Prozessors, den Kühler, den stecke ich hier an, ja, weil der wird nämlich von hier, vom Mainboard, auch spannungsversorgt, stromversorgt, gell, passt, so schaut das aus, ja, und kühlt schon, ja, rate schon, wenn ich Strom versorgen würde, würde es sich schon drehen. So, jetzt haben wir einen gekühlten Prozessor, wir haben einen Hauptspeicher, wo wir gesagt haben, da sind die Programme drauf, die halt so abgearbeitet werden, gerade im Moment, nur wo kommen die Programme her? Die so abgearbeitet werden im Moment, die kommen von einem sogenannten Festspeicher. Die müssen nämlich, der Hauptspeicher hat das Problem, wenn ein Strom oder ist er gelöscht, ja, ist er leer. Und er vergisst es. Ja. Ohne Strom funktioniert da gar nichts. Dazu brauche ich Sachen wie zum Beispiel das hier. Auch das ist alt. Ja. Das ist eine Festplatte. Ja, das ist eine mechanische Festplatte. Mittlerweile sind sie wesentlich kleiner. Da haben wir dafür viel mehr Speicherkapazität. Was hat das da? 82 GB.
Ja, ich habe gesagt, das ist alt. Aber so schaut das aus. Ja. Und das wird halt auch, da sind die Programme gespeichert, die ich aufrufen kann. Und wenn ich sie aufrufe, werden sie hier rüber geladen und hier werden sie nachher ausgeführt. So kann man sich das vorstellen. Wo schließe ich die an? In diesem Fall gibt es hier eine IDE-Schnittstelle. Da gibt es irgendwo, habe ich hingelegt, ein Flachbandkabel. Wo habe ich das auch irgendwo hingelegt? Gibt es ein passendes Kabel? Hätte ich gedacht, habe ich hergerichtet. Steckt man hier, sieht man, schaut sehr ähnlich aus, gell, wenn man sich die zwei Sachen anschaut. Na, da. Darf die Kamera nicht umschmeißen, ne? Machen wir es so. Schaut praktisch gleich aus. Ist eine IDE-Schnittstelle, hat das geheißen. Mittlerweile schaut das anders aus. Dazwischen hat es einmal die Dinge da gegeben. Die da. Das waren Serial-Utter-Schnittstellen. Gibt es auch noch immer. Und moderne Hard Drives schauen ja gar nicht mehr so aus, sondern die schauen also ganz klar aus, wie so Regeln, und die haben einen speziellen Slot, da steckt man die rein, aber ist auch irgendwo auf der Festplatte verbaut. Ja, und sind auch viel kleiner wie das hier. Also das ist das Hard Drive, das steckt man hier an und schon können wir die Programme von der Festplatte hier in den Hauptspeicher laden, ja, und im Hauptspeicher arbeitet die CPU das ab. Ja, was braucht man nun? Irgendwas, dass wir unseren Monitor anhängen können. Ja, das ist da noch nicht drauf. Manche moderne oder die meisten modernen Mainboards haben das schon eingebaut, zumindest eine Art davon eingebaut, eine sogenannte Grafikadapter. Ja, ein GA, ein Grafikkarten. Ja, warum heißt das Grafikkarte? Weil es so ausschaut. Ja, das ist eine Grafikkarte zum Beispiel. Ja, und diese Grafikkarte, die hat nur die Aufgabe, da stößt man da im Bildschirm an, dann haben wir die, also das ist eine DVI-Schnittstelle, was ist das? Video Out, S-Video, was es gegeben hat. Und das ist eine VGA-Schnittstelle. Mittlerweile gibt es halt ein Displayboard drauf oder so, schauen die Schnittstellen ein bisschen anders aus, aber die Aufgabe ist gleich geblieben. Die hat die Aufgabe, den Bildschirm anzusteuern. Ja? Der rechnet irgendwas aus, sagt, so soll das ausschauen, sagt es der Grafikkarten, die Grafikkarten sagt es her. Ja? Und das hier sind Erweiterungsslots auf meinem Mainboard. Ja? Und da stecke ich halt die Grafikkarten hinein. Ja, so, schau. Und jetzt ist drin. Ja? Jetzt können wir, wenn wir das auch noch angehängt hätten, die Festplatte auch noch angeschlossen hätten, Programme vor der Festplatte auf den Speicher laden, im Speicher ausführen, die CPU macht das, zeigt der Grafikkarte, was sie herzeigen soll, und die Grafikkarte zeigt das her. Fast schon gut. Ja. Was wir eigentlich noch brauchen, ist irgendeine Maus und irgendeine Tastatur. Naja, dazu gibt es auch die Anschlüsse hier hinten an der, und da haben wir USB-Anschlüsse da, gell, haben wir da. Und früher hat es auch sowas da gegeben. Das sind spezielle Anschlüsse für Maus und Tastatur gewesen. PS2-Anschlüsse gibt es eigentlich nicht mehr. Das da oben, das gibt es eigentlich auch nicht mehr. Das ist eine parallele Schnittstelle. Da unten haben wir zwei serielle Schnittstellen. Mittlerweile haben wir halt mehr USB drauf. Ja. Da haben wir früher einen Computer angehängt. Und was haben wir da? Da haben wir noch eine Netzwerkschnittstelle. Ja, Netzwerkschnittstelle. Da kann man halt unser Netzwerkkabel anhängen, dass wir auch ins Internet können damit. Also wie gesagt, das Mainboard, das verbindet alles Mögliche miteinander, ja, dass der Computer auch als solcher funktioniert. Die Aufgabe des Mainboards. Was brauchen wir eigentlich noch? Jetzt haben wir, was machen wir mit dem Computer? Drücken wir einen Knopf, ja, und was machen wir? Statt den Strom ein. Strom haben wir noch gar keinen. Ja. Hier ist noch gar kein Strom hier. Ja. Dazu gehört dieser Verbinder hier. Ja. Auch bei modernen Mainboards schaut das so ähnlich aus. Da gibt es ja üblicherweise auf die Grafikkarten, auf die modernen, gibt es da irgendwo Stecker, wo man Strom anstecken kann, weil die moderne Grafikkarte rechnet voll viel. Ja, also diese so 3D-Spiele und so weiter, die brauchen, da wird gerechnet auf der Grafikkarte, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, zack, 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 da ist der Computer, der ganze Computer ist ein Dreck dagegen, natürlich. Ja, was eine moderne Grafikkarte so wegdrückt. Aber
braucht dann auch entsprechend Strom und das kann eben nicht über diese kleinen Anschlüsse da unten kommen, dieser Strom, da brauchen wir eine fette Leitung hin und die fette Leitung schließe ich halt da direkt an. Wo kommt das her? Das kommt von so etwas hier, ja. Schiebe das mal weg da, kurz zur Seite, ein toller Computer. Kommt von so etwas hier, das ist ein Netzteil, das ist halt ebenfalls eingebaut, da haben wir hinten, schaut aus dem Computer meistens sowas aus, das ist ein, ich meine, das ist natürlich auch dreckig, weil es ist auch alt, das ist halt da irgendwo gelegen, das ist ein sogenannter Kaltgerätestecker hier, ja, da stecke ich halt das Kabel an und auf der anderen Seite, was man eigentlich normalerweise nicht sieht, was im Computer drinnen ist, schaut sowas, so dezent, ja, also. Und in diesem Fall gibt es halt hier diesen Verbinder. Und wie es der Zufall haben will, passt dieser Verbinder hier eben dann da drauf. Ja. Und schon habe ich das Ganze stromversorgt auch. Da gibt es dann jede Menge andere Stecker, wie zum Beispiel die hier. Ja, da haben wir die Festplatten angesteckt. Da gibt es halt eigene Spannungsversorgung für Festplatten und so weiter, dass auch die Strom hat. Und das, diese Schnittstelle hier, das ist ja nur die Datenschnittstelle. Ja, und schon können wir werten mit unserem kleinen Computer. Gell? Haben wir schon Stromversorgung, wissen wir, wo wir die Tastaturen und so weiter anstecken, wissen wir, was die einzelnen Komponenten sind auf dem Computer. Alles, was da noch drauf ist, diese kleinen Chipsel, das da zum Beispiel ist eine Batterie, haben wir da drinnen. Wozu ist die Batterie? Das hat eine Uhr drauf. Und dass die Uhr nicht stehen bleibt, wenn ich noch aussteckt, sondern weiterläuft, gibt es halt da eine Batterie. Ich meine, die wird schon ziemlich leer sein, da die Batterie. Ja, da gibt es halt ein paar so Sachen drauf, die man... Das zum Beispiel regelt, das ist der Controller, der sagt, wann, was, wo zu schalten hat, weil wir hier beim Controller, warte mal, ich reiß die Grafikkarte nochmal raus, wenn wir hier beim Controller schauen, sehen wir das, da gehen jede Menge kleine, ganz kleine Leitungen hin, das ist der sogenannte Bus, ja, Bus, wirklich viele Leitungen nebeneinander, auch hier rüber, sehen wir das da? Da oben viele, viele kleine Leitungen nebeneinander. Das ist das Bussystem. Da werden die 0 und 1 auf die Reise geschickt. Ja? 0 und 1, auch hier dazwischen. Sehen wir das? Da. Jede Menge kleine Leitungen da dazwischen. Und so ist halt auf diesem Mainboard alles miteinander verbunden. Und wie wir hier sehen, oder hinten, schauen wir uns das an. Bist du marisch. Dreckig. Dreckig als wir. Aber da... Sehen wir schon, alles geht über diesen Controller ein bisschen. Der schaut so zentral aus irgendwie. Da ist die CPU dahinter. Ja, da haben wir die Speicher und das geht da hin und geht da weiter. Der Ding hat auch jede Menge zu tun. Das ist genau der, mit dem, der schaltet das praktisch, der Vermittler. Ihm sagt die CPU, pass auf, hol mir das aus dem Speicher und das ist der Laufbursche, der die Daten hin und her schaufelt. Ja, so schaut das aus. Das nächste Mal werde ich versuchen, das auf einen Zettel, im nächsten Video werde ich das auf einen Zettel darstellen. Jetzt haben wir mal gesehen, wie es ausschaut. Ja, so ein bisschen ein Teaser. Ja, wie schaut ein Computer innen aus? Wie gesagt, moderner Computer schaut etwas anders aus, aber im Prinzip noch immer sehr ähnlich. Das nächste Mal werde ich es ein bisschen auf einen Zettel skizzieren und erklären, wie die Sachen so zusammenspielen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.